Ja, liebe Leute, herzlich willkommen bei Somni TV. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Danke fürs Einschalten. Und heute haben wir mal einen Weinviertel DRC, wieder mal einen grünen Veltliner. Heute vom Weingut Erwin Gruber aus Reschitz. Ewald Gruber. Dieser grüne Veltliner ist der DRC-Sieger beim Profil DRC-Test. Ich durfte selbst in der Jury mit dabei sein und mitverkosten. Und eigentlich bei allen Weinwettbewerben schneidet dieser Wein wirklich sehr, sehr gut ab. Er hat bei den Golden Lions 4 von 5 Lions gewonnen. Er hat, ich glaube, 4 Gläser beim Wine Guide. Und ja, deswegen wollte ich den heute mal vorstellen. Und weil er wirklich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist top, er ist wirklich günstig. Und ja, man merkt schon, DRC, also Weinviertel DRC, ist der erste DRC, was wir in Österreich eingeführt haben. Klassisches Pfefferl, der grüne Apfel, das ist Weinviertel, das ist grüner Veltliner. Wenn man schon einredet, das hat man sofort da, sehr kräftig, sehr präsent. Das ist wirklich sehr viel Extrakt in der Nase schon. Diese typische grüne Veltliner Würzigkeit ist sofort präsent. Wirklich angenehm, ohne dass es jetzt irgendwie außersticht oder irgendwas Störendes dabei ist. Am Gaumen. Schön frisch, fruchtig, ein bisschen Zitrus ist dabei. Und sonst wieder dieser grüne Apfel, ganz typische. Hat einen langen Abgang. Hinten raus kommt noch ein erstes Pfiffige, das Würzige. Sehr animierend eigentlich. Fast noch zu jung zum Genießen. Aber er lässt schon auf vieles hoffen. Der ist jetzt von den Terrassen Reipersberg. Wunderschön warm. Nicht umsonst DRC-Sieger. Und ja, in meinen Augen, Top-Wein, kann ich nur jedem ans Herz legen, passt super als Speisenbegleiter, aber auch zum Solo-Genuss, jetzt im Sommer bei den warmen Temperaturen. Und wer den noch nicht hat, sollte er sich besorgen. Und ja, geht's gleich weiter. Ja, und weiter geht's mit einer grünen Veltliner 2011 vom Stift Altenburg. Stift Altenburg ist einer der ältesten Stifts meines Wissens in Österreich und beherbergt die schönste Bibliothek im Klösterreich. Das ist jetzt vom Hohenstein-Lienberg aus dem Jahre 2011, wie gesagt, hat 13 Volumensprozent. Wird unter anderem auch abgefüllt vom Ewald Gruber. Der ist jetzt nicht so typisch grüner Veltliner wie der grüner Veltliner DRC-Sieger vom Ewald Gruber, trotzdem in der Nase schon sehr schön. Wieder sehr fruchtig, mit einer dezenten Würze dieses Mal. Aber wunderschön im Fruchtkörper. Am Gaumen ist schon wieder sehr, sehr frisch durch die Säure. Das ist richtig knackig. Bleibt noch eine Spur zu stark. Müsste noch ein bisschen besser eingebunden sein. Der Wein ist jetzt leider auch ein bisschen zu kalt geworden. Aber trotzdem. Er hat wieder eine sehr schöne Frucht dabei. Wir haben wieder diese grünen Apfel dabei. Wir haben aber auch Marille, ein bisschen Quitte ist auch dabei. Wir haben Holunder dabei. Also dieses frische, bisschen was Gasiges ist dabei. Idealer Speisenbegleiter. Zu den ganzen Geflügelsachen, zu Wachteln, zu Hühnern. Passt auch wunderschön dazu. Auch zu mediterranen Gerichten kann ich mir den sehr gut vorstellen. Und natürlich auch klassisch zur asiatischen Küche, aber auch zur österreichischen Küche wie Tafelspitz und so eine Sachen. Passt auch schon sehr gut, weil er auch sehr viel Kraft im Hintergrund noch ist, wenn ein bisschen Spur wärmer serviert wird und noch ein bisschen mehr reifen kann. Und ja, wie gesagt, Stift Altenburg, nicht nur Top-Weine, sondern auch sehr gut Sehenswürdigkeiten anzuschauen, wenn man mal in der Nähe ist. Und ja, sehr schön. Und als krönenden Abschluss darf ich heute euch zwei Weine vom Schloss Massau vorstellen. Schloss Massau ist erbaut im 13. Jahrhundert und ja, es ist in Niederösterreich wieder. Wir haben jetzt wieder einen grünen Veltliner. Wir haben ganz spezielle Böden dort, diese eigenen Granit mit einer kräftigen Mineralik. Die Weine sind eigentlich alle eher kräftig und schmelzig. Ich fange an jetzt mit dem Jahrgang 2009. Wurde mehrfach ausgezeichnet. Bei den Golden Lion Awards mit 4 von 5 Lügen. 2009er Jahrgang. Und
Wir merken schon, es ist 2009, er hat schon ein bisschen Reife und das merkt man sehr schön in der Nase. Die Fruchtstruktur, was dahinter ist, die was sehr präsent ist, ist aber auch sehr schon sehr reif. Wir haben wieder eine kräftige Würzigkeit, was sich schön, was schön harmoniert mit der Frucht. Am Gaumen. Es wird ein schönes Spiel zwischen Säure, Frucht, Würze. Wir haben sehr reife Fruchtstruktur, also wirklich reife Früchte. Birnen ist dabei, Banane ist dabei, wieder typisch der Apfel ist dabei. Weil wir haben trotzdem noch auch recht lebendige Säure dafür, dass es 2009 ist. Er hat sehr viel Kraft, aber sehr schmelzig, sehr volumös. Wenig Wein im Glas, aber trotzdem sehr viel Geschmack noch am Gaumen. Es ist wunderschön. Speisenbegleiter. Sollte man wirklich schon auf die kräftigen Sachen gehen, Kalbsgerichte schon, kann gut sein. Ja, also war für den Solo-Genuss wunderschön. Der Wein haben wir jetzt aber auch schon einen sehr hohen Anspruch an die Genießer und ist nicht mehr für jeden geeignet, aber wohl für langjährige Genießer oder Weinliebhaber oder Sommeliers oder Gastronomen, die was Wein schätzen, kann eigentlich nur jeden ans Herz legen. Wenn wir das ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Den Wein könnte man sogar belüften, würde er vertrauen. Braucht noch ein bisschen Luft, dass er ein bisschen aus sich rauskommt. Und ja, belüften beim Weißwein ist auch nicht mehr so schlimm, wie man das immer denkt. Wenn der Wein das braucht, dann braucht er es dabei und dementsprechend sollten wir das auch machen. Der zweite, was ich habe, ist Grüner Veltliner, das gleiche noch einmal, nur aus dem Jahre 2008. Zählt zu den besten Weinen Österreichs. Im Wine Guide hat er die volle Gläser bekommen, bei den Online Wine Awards hat er voll abgeräumt. Und wir haben da wirklich diese einzigartige Bodenstruktur, was da dabei ist. Die merkt man im Wein, ist wunderschön. Es gibt eine Kraft, Stärke, Eleganz, aber trotzdem sehr viel Extrakt, Mineralität, wunderschöne Schmelze, sehr cremig, angenehm, aber doch mit hoher Ansprüche an den Genießer. 2008 ist jetzt wirklich schon sehr, sehr reif. Wir haben wirklich schon diese typischen Reifennoten, was man hat, das erinnert schon fast ein bisschen an Holz, kann man leicht damit verwechseln. Ist aber wieder diese reifen Bananen sind da, wir haben reife Honigmelonen ist dabei in der Nase. Wir haben wieder diese Würzigkeit, was im Nachhall ein bisschen kommt. Wirklich schon sehr schön eingebunden, angenehm, es sticht nichts, es ist nichts Störendes dabei, es ist alles sehr, sehr reif, sehr opulent. Und ja. Am Gaumen merkt man wieder diese Reife. Das ist schon, würde ich sagen, jetzt momentan auf einem Höhepunkt von Gaumen. Ich würde sagen, für die nächsten 5, 6, 7 Jahre noch locker zum Genießen. Braucht zur Wartungszeit, das ist auch ein Wein, was ich hundertprozentig belüften würde, wenn er den servieren wird. Der Wein braucht sehr viel Luft, sollte eher ein bisschen wärmer getrunken werden wie die klassischen Weißweine. Ist als Speisenbegleiter wunderschön, aber für mich persönlich würde ich sagen, Solo-Genuss noch besser, um dem Wein einfach noch mehr Präsenz zu geben. Wein hat eine enorme Schmelze, geht weit auseinander, geht sehr langer Abgang und wird einmal diese Fruchtwürze spielen, es ist noch immer sehr gute Säure dabei, die Säurestruktur, was da dahinter ist, da wird uns die Frucht noch ein bisschen aufheben, ein bisschen aufwerten, noch einmal ein bisschen ein Leben einbringen. Jetzt wo ein bisschen Luft hat, kommt die Fruchtaromatik noch viel stärker. Auch im Gaumen ist die Frucht viel spürbarer. Diese Reife, jetzt wird es schon ein bisschen butterig, jetzt geht es schon ein bisschen, erinnert schon fast irgendwie an Chardonnay an den Reifen, es wird ein bisschen Mandelkindheit sein. Sehr butterig, da ist ein bisschen so Holunder-Sirup, kennt man, ist auch ein bisschen dabei. Aber wirklich top, erste Klasse, super Wein, genial. Also es sind halt Weine mit sehr viel Anspruch auf den Genießer, fordern sehr viel, aber es sollte wirklich jeder mal getrunken haben, der was von Wein versteht. Und von dem, liebe Leute,
Abgefüllt werden diese Weine, was ich heute vorgestellt habe, alle von Ewald Gruber, von Weingut Ewald Gruber, die was das alles betreuen und managen. Und alle vier Weine, was ich heute vorstellen habe dürfen, waren wirklich alle top, weit über dem Durchschnitt, können wirklich international mithalten, problemlos von den leichten aktuellen Jahrgängen bis hin zu den älteren Jahrgängen 2009, 2008. Wirklich die komplette Breite 1A gelungen. Und herzliche Gratulation auf diesem Weg. Und ja, für jeden zu empfehlen. Dankeschön. Und ja, dann verabschiede ich mich wieder. Bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich schon. Danke.